Das sind die Abkürzungen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn irgendwas unklar ist oder so, dann meldet euch einfach. So, das sind jetzt, ich habe mir gedacht, ich mache gleich am Anfang ein paar Fragen, so zum Warmwerden. Und die Fragen könnt ihr wahrscheinlich auch ohne mein Tutorium jetzt lösen. Und das werden wir dann nachher eh noch einmal die Antworten dann nach der Pause besprechen. Also vielleicht lest es euch mal durch. Also wie ist der Hämatokrit bei einer Anämie? Vielleicht wisst ihr das schon. Wo werden die Plasmaproteine gebildet? Wo findet die Blutbildung normalerweise beim Erwachsenen statt? Und welche Zellen besitzt, also welche Zelle besitzt oder welche Zellen besitzen keinen Kern? Weiß das schon mal jemand, die vierte Frage zum Beispiel? Genau, aber ich habe jetzt doch es in Mehrzahl gemacht, weil eben noch ein anderer, also nicht nur der Erythrozyt, sondern auch der Thrombozyt, super, gut. Die anderen machen wir dann nachher noch. Also, ihr könnt es mir auch wie immer schreiben, viele schreiben mir auch auf Facebook, ist auch erlaubt. Gut, so, was mache ich heute? Also, wir werden heute zuerst mal die Grundlagen machen. Das kommt auch viel bei den Seminaren vor. Das heißt, da auch gut aufpassen. Dann die Hämatopoese, also die Blutbildung. Die Blutzellen werden wir durchgehen, die einzelnen. Und natürlich das Hämoglobin, ganz wichtig. Dann das Blutbild und dann auch die Klinik. Also heute werdet ihr auch schon ein paar Fälle machen und euch dann richtig so als Ärzte fühlen. Und die Fortsetzung machen ist dann eben später dann mit dem Tutorium Abwehr. Also die ganze Immunabwehr wird dann noch genauer kommen im nächsten Tutorium, also im übernächsten. Gut, beginnen wir mal mit den Grundlagen. Ihr wisst das wahrscheinlich eh, aber trotzdem so erstmal als Einstieg. Das Blut hat eben gewisse Funktionen und unter anderem eben, es dient als Transportmittel. Für was? Jetzt für Sauerstoff, für CO2, Nährstoffe und auch für Stoffwechselendprodukte. Also zum Beispiel Harnsäure, Harnstoff und Kreatinin, die eben über den Harn ausgeschieden werden müssen. Dann hat das Blut auch eben eine Funktion als Kommunikation zwischen den Organen. Und das geschieht eben über Hormone, über Zytokine. Zytokine sind Proteine, also beziehungsweise Peptide, die wichtig sind für die Steuerung der Immunantwort. Und unter Zytokine fallen ja zum Beispiel die Interleukine, die Interferone und der Tumornekrosefaktor Alpha. Und dann auch hat das Blut eine Funktion für die Regulation, nämlich Säure-Base-Haushalt, Wasserhaushalt, Elektrolythaushalt und die Körpertemperatur. Das wisst ihr wahrscheinlich eh alles schon super. Und sonst Schutz, Schutz vor Blutverlust. Ihr macht ja auch schon im Block 4 die Hämostase. Zu meiner Zeit war das auch noch ein Seminar. Das ist bei euch jetzt nicht mehr der Fall. Aber das Vergnügen habt ihr dann im Block 8. Da werdet ihr dann genau geprüft über die Hämostase. Also lernen für die SIP 1b müsst ihr schon. Nur jetzt nicht für die Seminare. Und eben Schutz vor Infektionen. Und das machen wir dann besonders in Abwehr. In Immunabwehr. Gut, physikalische Eigenschaften des Blutes. Das ist jetzt ein bisschen fad, also visköser als Wasser eben und leicht alkalisch. Weiß da jemand auch den pH, den genauen circa? 7,4. Ja, also 7,35 bis 7,45 circa. Und Temperatur 37 bis 38 Grad. 8% des Körpergewichts, das heißt bei einem 70 Kilo schweren Person wäre das dann ca. 5 Liter. Ich hätte zum Beispiel weniger, wahrscheinlich so 4 Liter oder sowas. Das muss man schon beachten. Dann Suspension aus Blutzellen und Plasma. Suspension bedeutet einfach ein Gemisch aus Blutzellen und Plasma eben. Also, das ist jetzt eben ein normales Blutröhrchen. Ihr habt das Blut abgenommen und dann zentrifugiert ihr das. Und aufgrund der Schwerkraft werden jetzt eben die zellulären Anteile nach unten wandern und dann ergibt sich eben oben hier das Blutplasma, also eine flüssige Phase. Und unten ist eben die feste Phase und die macht etwa eben 45% aus und besteht zu 99% aus Erythrozyten. Und zwischen
dem Blutplasma und den Erythrozyten findet ihr dann die Thrombozyten und die Leukozyten. Die machen eben etwa 1% aus. Und jetzt gehen wir noch genauer ein auf das Blutplasma. Also, das ist wichtig, das müsst ihr euch merken, den Unterschied zwischen Plasma und Serum. Ja? Beim Plasma, das haben wir eben gerade gesehen, das ist eben der nicht-zelluläre Bestandteil. Und jetzt, der Unterschied zwischen beiden ist jetzt, dass das Plasma abgenommen wird in einem, antikoagulierten Blut. Das heißt, die Gerinnung findet nicht statt. Also was wird da vorhanden sein noch? Die Gerinnungsfaktoren. Ja? Beim Serum, das ist eben nach abgeschlossener Gerinnung. Das bedeutet also eben, dass die keine Gerinnungsfaktoren mehr vorhanden sind. Das ist wichtig. Und sonst das Plasma besteht eben aus 90% Wasser und dann eben aus den Plasmaproteinen, aus Gasen und Nährstoffen. Und wir machen jetzt noch genauer die Plasmaproteine. Also, die Plasmaproteine. Im Block 3 habt ihr auch schon in diesem Praktikum einmal diese Elektrophorese gemacht, ja? Falls ihr euch daran erinnern könnt. Und bei dieser Elektrophorese werden eben die Plasmaproteine aufgrund ihrer molekularen Größe und ihrer Ladung in 5 Fraktionen aufgetrennt. Also, wir haben den größten Anteil, mache jetzt die Albumine aus, nämlich 60%. Dann gibt es noch zu 40% eben die Globuline. Da unterscheidet man die Alpha-1-Globuline. Unter die fällt das Thyroxin-bindende Globulin. Was wird es also transportieren? Thyroxin. Was ist Thyroxin? Schilddrüsenhormon. Richtig, genau. Und Transcortin. Was wird das Transcortin transportieren? Glucocorticoide und Progesteron. Transcobalamin transportiert mir was? Was jetzt auch wichtig ist für die Anämie? Es ist ein Vitamin. Genau, Vitamin B12. Sehr gut. Dann Alpha-2-Globuline. Das Haptoglobin, das bringe ich jetzt eben da gleich mit ein, weil Haptoglobin auch wiederum wichtig sein wird bei einer Form der Anämie, nämlich bei der Hämolyse. Ja? Das schauen wir uns dann noch genauer an. Dann Beta-2-Globuline, das CRP. Was ist das CRP? Also das C-reaktive Peptid. Protein, Entschuldigung. Ja? Weiß es jemand? Nein? Das ist ein Akutphaseprotein. Das steigt mir jetzt an, zum Beispiel bei einer bakteriellen Infektion. Also immer, wenn ihr zum Beispiel später dann formuliert und schauen wollt, okay, hat der Patient jetzt eine Infektion, dann auf das CRP schauen. Ja? Und Transferrin, das wird auch heute sehr wichtig sein. Warum? Was transportiert mir das Transferrin? Eisen. Super, gut, das wisst ihr schon. Und Gamma-Globuline, Immunglobuline, also IgG, IgA, IgM, IgE. Von wem wird das produziert? Die Immunglobuline, von welcher Zelle? Plasmazelle. Gut, das ist jetzt ein bisschen einfacher, aber nur so zur Wiederholung. Und die Funktionen sind eben unter anderem der Transport, das haben wir gerade eh gesehen. Pufferfunktion werden wir auch noch sehen, dann die Immunabwehr, Blutgerinnung und der koloidosmotische Druck. Und auf das gehen wir jetzt dann noch genauer ein. Aber davor, damit ihr euch das merkt, mit der Elektrophorese, die ist wirklich wichtig, ja, gibt es da auch eine Klinik dazu, nämlich beim sogenannten Plasmozytom. Das ist eine maligne Erkrankung, bei der es eben zu einer monoklonalen Vermehrung kommt von Immunglobulinen. Ihr wisst, Immunglobuline sind Antikörper und die sind wichtig eben für die Immunabwehr. Aber diese Immunglobuline sind funktionslos, ja? Und da kommt es eben zu einer Entartung von der Plasmazelle und die bildet mir jetzt ganz viel von diesen Immunglobulinen. Und meistens ist es eben das IgG. Und dann sieht man eben bei der Elektrophorese so einen M-Spike. Und diese Proteine, also diese Immunglobuline, da sie funktionslos sind und oft auch unvollständig, nennt man Paraproteine. Das müsst ihr nicht für das Seminar wissen, das müsst ihr für euer späteres Leben wissen. Gut,
Jetzt Plasmaproteine und Ödeme. Das habe ich eh schon. Eigentlich die Antwort ist da. Wann kann es zu einer Reduktion der Plasmaproteine kommen? Wo werden die Plasmaproteine produziert? Das war eher eine Frage vorhin. Also in der Leber. Das heißt, bei Lebererkrankungen kann es eben zu einer Synthesestörung kommen. Also sinken jetzt die Plasmaproteine. Wann kann es noch zu einer Reduktion der Plasmaproteine kommen? Wenn sie vermehrt verloren gehen, also über die Niere. Also bei Nierenerkrankungen, beim sogenannten nephrotischen Syndrom werden eben Proteine verloren, gehen Proteine verloren. Und was passiert jetzt, wenn diese Plasmaproteine verloren gehen? Die Plasmaproteine sind eben wichtig für diesen koloid-osmotischen Druck. Wahrscheinlich habt ihr das eh auch schon gelernt, aber wir gehen es dann eh noch durch. Und wenn der jetzt sinkt, dann kommt es zur Ödembildung. Und das testet ihr dann eben, das macht sie dann auch in den Formulaturen. Da geht sie zum Beispiel zum Patienten hin und begrüßt sie natürlich. Und danach könnt ihr dann eben beim Fuß hingreifen, was weiß ich, circa 30 Sekunden lang oder so, 20 Sekunden lang. Und wenn dann eben Ödeme vorhanden sind, dann seht ihr hier eben so eine Delle, die bleiben wird. Okay, jetzt Wiederholung ein bisschen. Was ist der effektive Filtrationsdruck? Der effektive Filtrationsdruck ist jetzt eben der Druck, der bestimmen wird, wie viel Blut aus dem Kapillarbett ins Interstitium gelangen wird, also filtriert wird. Und dieser effektive Filtrationsdruck ist jetzt abhängig einerseits vom koloid-osmotischen Druck und vom hydrostatischen Druck. Der hydrostatische Druck wird jetzt den Auswärtsstrom ausmachen und der koloid-osmotische Druck den Einwärtsstrom. Und was ist jetzt der koloid-osmotische Druck? Der koloid-osmotische Druck ist eben der osmotische Druck oder auch onkotischer Druck genannt, der eben durch die Plasmaproteine ausgeübt wird. Okay, wenn man jetzt aber nicht weiß, was der osmotische Druck ist, dann hilft diese Definition überhaupt nichts. Also für diejenigen, die das nicht so mehr wissen, der osmotische Druck, also ihr könnt euch vorstellen, zwei Räume, ja, die getrennt sind von einer semipermeablen Membran und diese Räume haben jetzt eine unterschiedliche Konzentration. Und jetzt wird eben die Seite mit der höheren Konzentration einen osmotischen Druck auf den anderen Raum ausüben, sodass Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, durch die semipermeable Membran in den höher konzentrierten Raum gelangt, damit es eben ausgeglichen wird. Und das ist im Endeffekt der osmotische Druck. Und höher konzentriert, damit meine ich eben Teilchen, wie zum Beispiel eben Ionen, okay? Oder eben Plasmaproteine. Und jetzt haben wir eben hier, das schauen wir uns jetzt genauer an, der hydrostatische Druck ist im Endeffekt jetzt der Blutdruck beziehungsweise der Druck, der durch die Schwerkraft entsteht. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, im arteriellen Schenkel wird jetzt eben der hydrostatische Druck überwiegen, das heißt, es kommt zu einem Auswärtsstrom. Danach, also im Laufe der Zeit, wird jetzt dann eben der hydrostatische Druck abnehmen und es kommt zu einer Rückresorption, weil der koloid-osmotische Druck jetzt den hydrostatischen Druck überwiegt. Und es werden ca. 90% rückresorbiert und der Rest wird eben über das Lymphsystem abfiltriert. Hier habe ich das auch noch genauer so errechnet, damit ihr das eben seht, dass eben am Anfang der hydrostatische Druck überwiegt, weil es macht dann eben 10 mmHg. Gut, jetzt kommen wir schon zur Blutsenkungsgeschwindigkeit. Blutsenkungsgeschwindigkeit ist eigentlich eh sehr einfach auch zu machen und das macht man auch eigentlich üblich jetzt bei der Blutabnahme. Wie funktioniert das? Ihr nehmt das erste Mal Blut ab, und dann stellt sie eben diese Röhrchen in einen Ständer, der eben Millimeter graduiert ist und wartet dann eine Stunde. Ja? Und dann lest ihr eben von oben
bis nach unten, da wo eben diese Grenze ist zwischen Plasma und Hämatokrit, ja, lässt sie diesen Wert ab. Und sagen wir jetzt, das ist jetzt 6 mm. Und nach 2 Stunden macht sie im Endeffekt genau dasselbe. Also es ist wirklich einfach. Also die Blutsenkungsgeschwindigkeit misst man eben an der Grenze zwischen Plasma und Zellbestand. Hat das jeder verstanden? Ja, gut. So, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Wovon hängt die Blutsenkungsgeschwindigkeit ab? Einerseits von dem Plasmaproteingehalt. Diese Akutphaseproteine, unter anderem dieses CRP. Wann steigt das CRP an? Bei Infektionen, genau. Und das heißt, bei Infektionen wird jetzt die Blutsenkungsgeschwindigkeit erhöht sein. Warum? Weil diese Akutphaseproteine als sogenannte Agglomerine wirken. Also Agglomerine bewirken das Verklumpen der Erythrozyten, sodass sie schneller nach unten sinken. Okay? Bei einem erhöhten Hämatokrit, wie es zum Beispiel der Fall ist, bei einer Erkrankung, nämlich der Polycythemia vera, kommt es zu einer Senkung des kommt es eben zu einer niedrigeren Blutsenkungsgeschwindigkeit. Warum? Die Erythrozyten würden sich normalerweise abstoßen. Und genau eben diese, die Plasmaproteine bzw. Fibrinogen und die Immunglobuline, also die ganzen Antikörper, ermöglichen eben, dass sie schneller, leichter verklumpen und leichter absinken. Bei einem hohen Hämatokrit ist eben die Blutsenkungsgeschwindigkeit herabgesetzt. Auch wenn die Erythrozytenform verändert ist, ist ebenfalls die Blutsenkungsgeschwindigkeit niedrig. So, wann bestimmen wir jetzt die Blutsenkungsgeschwindigkeit? Macht man eigentlich meistens, ja, also oft, aber genau gerade bei Infektionen, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen und Tumorerkrankungen wird das vor allem indiziert sein, dass man darauf schaut. Gut, jetzt machen wir die Hämatopoese. War das bisher jetzt alles klar? Ja? Gut. Das ist nur ein Foto, damit ihr euch das schön vorstellen könnt. Also das ist eben der Erythrozyt und der Thrombozyt ist eben die kleinste Zelle. Und dann haben wir noch den Leukozyten, beziehungsweise in dem Fall ist es der Lymphozyt. Die Hämatopoese. Jetzt da bitte aufpassen, weil das braucht ihr eigentlich für die Zukunft und viele Leute auch in meinem Jahrgang wissen das eigentlich nicht. Ja? Wir haben eine pluripotente Stammzelle. Und diese pluripotente Stammzelle, die teilt sich jetzt in zwei Vorläuferzellen. In eine sogenannte myeloische Vorläuferzelle und in eine lymphatische Vorläuferzelle. Und die myeloische Vorläuferzelle wird mir jetzt viele verschiedene Zellen ergeben. Nämlich die Erythrozyten über die Erythropoese, die Monozyten, die Granulozyten und die Thrombozyten über die sogenannte Megakaryozytopoese. Diesen Namen solltet ihr euch schon einprägen. Und die lymphatische ergibt mir jetzt eben die T-Zellen und die B-Zellen und auch die natürlichen Killerzellen. Und das geschieht über die sogenannte Lymphozytopoese. Und da diese ganzen Zellen jetzt eine begrenzte Lebenszeit haben, wird es jetzt wichtig sein, dass wir diese auch immer erneut bilden. Und diese Bildung wird eben beeinflusst durch Wachstumsfaktoren, also zum Beispiel durch koloniestimulierende Faktoren oder sogenannte Hämatopoietine und auch Zytokine. Diese Zytokine lernen wir dann auch noch mehr in der Abwehr und werdet ihr eigentlich in Zukunft dann immer mehr begegnen. Die sind extrem wichtig, also je früher beginnst sie zu lernen, umso besser. Und das Erythropoietin, also EPO, wird mir jetzt die Erythropoese stimulieren. Und das TPO wird mir jetzt wiederum die Megakaryozytopoese stimulieren. Gut. Das hier ist jetzt eben wichtig, weil eben es auch für später für die Klinik relevant ist. Wo werden diese Blutzellen gebildet? Am Anfang werden sie im Dottersack gebildet.
dann ab dem dritten fetalen Monat etwa werden sie zuerst mal in der Leber und dann in der Milz gebildet. Und das nennt man eben die hepatolienale Phase. Und die meduläre Phase ist jetzt eben in die Phase, die ab dem vierten Fetalmonat stattfindet und wo eben die Blutzellen dann im Knochenmark gebildet werden. Und da habe ich euch aus dem USMLE-Buch auch so einen Merksatz eben hingeschrieben für diejenigen, die sich das gerne merken würden. Und warum ist das eben für die Klinik wichtig? Was passiert bei Erkrankungen des Knochenmarks? Es können eben die Milz und die Leber wieder die Hämatopoese übernehmen. Das bedeutet was jetzt? Man spricht von extramedullären Hämatopoese. Und was werden wir beim Patienten feststellen, wenn wir ihn untersuchen? Wir können eine Hepatosplenomegalie feststellen, also eine Vergrößerung der Leber und der Milz. Also, das sind jetzt die Blutzellen und wir machen die jetzt genau durch. Und in blau habe ich euch die Leukozyten markiert, also Granulozyten, Monozyten, B-Zellen, T-Zellen, natürliche Killerzellen gehören zu den Leukozyten, falls das noch nicht ganz klar war. Beginnen wir mit dem Erythrozyten. Das ist jetzt im Endeffekt doch der wichtigste sozusagen heute, weil wir eben beim roten Blutbild sind. Also, der Erythrozyt hat eben eine flache bikonkave Form und das ermöglicht eben eine kleinere Diffusionsstrecke, das heißt Sauerstoff kann leichter eben ins Gewebe gelangen. Dann ist er auch sehr leicht verformbar und das ist sehr wichtig. Und er kann eben durch Erkrankungen seine Verformbarkeit verlieren. Und wenn er seine Verformbarkeit verliert, wird er auch schneller abgebaut. Was passiert, wenn Erythrozyten schneller abgebaut werden? Sie sinken, das bedeutet also, eine Anämie könnte entstehen. Dann sind sie kernlos. Das hatten wir eh schon als erste Frage. War denn also die Zahl der Erythrozyten sinkt, ja? Aber wir kommen dann eh noch genauer zu der Anämie. Kernlos, das müsst ihr euch eben merken. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass der Erythrozyt keine Mitochondrien mehr hat und kein endoplasmatisches Retikulum. Warum ist das wichtig? Wenn der Erythrozyt keine Mitochondrien hat, kann er im Endeffekt nicht über Fettsäuren oder über Aminosäuren Energie gewinnen, sondern nur über die Glykolyse. Und es gibt zum Beispiel Erkrankungen wie die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, wo eben es zu einem Energiemangel kommt. Also der Erythrozyt ist angewiesen auf Glucose. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber vielleicht veranschaulicht das so schön. Der Erythrozyt besteht eben aus 35% aus Hämoglobin. Und was sind die Vorläuferzellen vom Erythrozyt? Der Retikulozyt. Leben tun sie eben ca. 120 Tage. Wenn das verkürzt ist, spricht man eben von Hämolyse. Dann abgebaut werden sie in der Milz. Das müsst ihr euch circa merken, also 5 Millionen pro Mikroliter, das in den Seminaren müsst ihr auch die Normwerte kennen. Also schaut sich das auch an. Und eben, wofür sind sie eben zuständig, die Erythrozyten? Einerseits Pufferfunktion über Hämoglobin und Transport von Gasen. So, das kommt auch vor im Seminar, deshalb bringe ich das jetzt hinein. Wir haben eine isotone Lösung, das ist jetzt hier in der Mitte. Isotop bedeutet, dass die Plasmaosmolarität ja, auf beiden Seiten gleich ist. Und bei einer physiologischen Kochsalzlösung, also Natriumchlor, ja, ist es ca. 0,9% bzw. 9 Gramm pro Liter. Und was passiert jetzt, wenn wir die Erythrozyten in eine hypotone Lösung geben? Es wird jetzt Wasser
in die Zelle diffundieren und es kommt zu einer Kugelform. Das nennt man noch Spherozyt. Es gibt auch eine Erkrankung, die bewirkt, dass die Erythrozyten diese Form einnehmen. Also da ist hier ein geringerer osmotischer Druck bei einer hypotonen Lösung. Das ist verständlich. Und genau das Gegenteil ist eben bei einer hypertonen Lösung, da nimmt sie so eine Stechapfelform vor oder auch Echinozyt genannt und Wasser diffundiert aus der Zelle. Das ist jetzt alles eher Wiederholung wahrscheinlich für euch. Das kommt eben auch im Seminar vor, das habe ich noch reingebracht. Da müsst ihr eben sagen, was wird das sein? Das wird normal sein. Das hier, also hypertone Lösung, in was für einer Lösung? Dann hier, hypotone Lösung und das hier, das sind eben zum Beispiel jetzt, das passiert zum Beispiel in Kapillaren, beziehungsweise das nennt man noch Geldrollenphänomen oder was, ja. Gut, der Erythrozyt, warum schmeckt der eben nach Metall? Weil Hämoglobin eben Eisen bindet. Und was für eine Form von Eisen? Zweiwertiges Eisen. Jetzt machen wir genauer das Hämoglobin. Also das Hämoglobin besteht jetzt eben aus vier Globinketten. Und diese vier Globinketten, also beim Erwachsenen wären das eben zwei Alpha-Gruppen und zwei Beta-Gruppen. Jede Globinkette bindet mir jetzt eine Hemgruppe. Eine Hemgruppe besteht aus einem Porphyrinring und Eisen. Und das Eisen bindet mir das Sauerstoff. Das heißt, wir haben insgesamt vier Sauerstoffmoleküle oder auch acht Sauerstoffatome gebunden. Und diese Bindung ist klarerweise reversibel. Das ist jetzt auch wichtig. Also, beim Neugeborenen haben wir das eine andere Form des Hämoglobins, ja, nämlich HbF. Und da seht ihr hier, Alpha und Gamma ist vor allem gebildet, ja, 80%. Und beim Erwachsenen hingegen ist es HbA, also Alpha, Alpha, Beta, Beta, zu 97%. Wenn das variiert oder andere Formen entstehen, dann könnte das ein Hinweis sein auf sogenannte Hämoglobinopathien. Und das ist auch wieder ein Merksatz aus dem Yosemite-Buch. Vielleicht wollt ihr das euch auch einprägen. Kann sein, dass es immer wieder eine SIP-Frage ist, welche Globinketten beim fetalen Hämoglobin zum Beispiel sind. Und dann wisst ihr das eben, Alpha und Gamma. Und auf die kommen wir dann zu sprechen. Gut, jetzt die Hämoglobinsynthese. Wie funktioniert das? Also, wir haben den Erythroblasten. Warum Erythroblast? Weil eben der Erythrozyt keinen Zellkern hat. Das heißt, er kann jetzt nicht eben Hämoglobin mehr bilden. Und der Erythroblast, damit er Hämoglobin bildet, braucht er also jetzt einmal die Bildung von den Globinketten. Das geschieht an den Ribosomen. Und was muss er noch? Was braucht er noch dazu? Die Globinketten und was? Eisen, genau, das muss aufgenommen werden, über welche, also Eisen ist gebunden an Transferin. Und was wird noch dazu kommen? Das Porphyrin. Und das greife ich jetzt schon mal vor. Im Block 9 lernt sie dann die Anämie, die durch eine Bleiintoxikation entsteht. Und Blei hemmt jetzt zum Beispiel die Ferrokelatase und die Allosynthetase. Und da wird dann statt Eisen Zink eingebaut in Hämoglobin. Und dann kommt es auch zu einer Anämie. Gasaustausch. Das ist jetzt wieder nur Wiederholung. Kurz, also beim Gemischtvenösen haben wir was? Wir haben weniger Sauerstoff, aber dafür mehr CO2. Das glaube ich, wisst ihr inzwischen schon. Und wo wird das angereichert? In der Lunge. CO2 wird abgegeben, O2 wird angereichert. Und jetzt schaut euch aber bitte auch den Partialdruck an, ja? Also Partialdruck beim arteriellen Blut ist ca. 90 bis 100 und wir haben eine sehr hohe Sättigung. Und beim venösen Blut haben wir jetzt 40 mmHg. Und die Sättigung ist nur 75, also ist eigentlich trotzdem sehr hoch, 75%. Schauen wir uns jetzt die Sättigungskurve an. Das kommt auch häufig eben beim Seminar vor. Also,
wie ihr sehen könnt, ist das jetzt eben die Hämoglobin-Sauerstoffsättigung in Abhängigkeit des Partialdrucks von Sauerstoff. Und was für eine Form hat diese Kurve? Einen sogenannten Sigmoidenverlauf. Das bedeutet, schaut aus wie ein S. Ja? Und diese S-Form ist dadurch bedingt aufgrund der Kooperativität. Das bedeutet, dass Hämoglobin, wenn ein Sauerstoffmolekül bindet, wird es das nächste schneller und leichter binden. Und das ist im Endeffekt Kooperativität. Und jetzt schauen wir uns die Kurve genauer an. Also, hier oben wäre es die Anreicherung von Sauerstoff. Hier ist eben 100% das Hämoglobin gesättigt. Und auch bei einer Differenz vom Partialdruck, also was weiß ich, jetzt 110 und 90, bleibt es ziemlich gleich. Was passiert jetzt aber eben hier? Hier nimmt sie einen steileren Verlauf an. Und hier, durch diesen steileren Verlauf, kann also jetzt eben Sauerstoff leichter abgegeben werden. Und das geschieht eben im gemischt venösen System. Was haben wir hier? 40 mmHg, das haben wir vorhin gesehen. Hier ist der Partialdruck 40 mmHg und es ist eben gesättigt um 75%. Und warum das jetzt so wichtig ist, vergleichen wir das jetzt mal mit Myoglobin. Wo ist das Myoglobin? Im Muskelzellen, genau. Genauer gesagt im Zytosol und es ermöglicht den Transport von Sauerstoff zum Mitochondrium. Und was wäre jetzt eben bei 40 mmHg Partialdruck Sauerstoff? Hier sehen wir eben 75% etwa. Und beim Myoglobin ist es noch fast völlig gesättigt, zu 100%. Das heißt, da würde jetzt gar kein Sauerstoff an das Gewebe abgegeben werden. Das heißt, dieser sigmoide Verlauf ist extrem wichtig, damit unser Gewebe ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Und Myoglobin hat also eine höhere Affinität zu Sauerstoff und und die Form nennt man eben einen hyperbolen Verlauf. Das habe ich jetzt auch noch reingebracht, das habt ihr nicht in euren Folien, vielleicht wird das nämlich gefragt. Also eben das Hämoglobin vom Neugeborenen bzw. vom Fötus hat eben eine höhere Affinität zu Sauerstoff als zu Hämoglobin, das Adulte, ja? Also das vom Erwachsenen. Und das ist jetzt sehr wichtig, denn in der Plazenta wird somit Sauerstoff vom Hämoglobin der, ja? Ja, das habe ich auch gelesen, das mit dem 2-3 Bifor. Okay, gut, dann merkt euch das. Also es hat eben, das stimmt, ja, es hat eine geringere Affinität zu dem 2-3 Bifosphoglycerat. Dazu kommen wir dann später auch nochmal. Aber so vielleicht für die Schlussfolgerung, merkt euch einfach, dass eben Sauerstoff, ihr werdet es wahrscheinlich auch eher lesen im Internet. Ich habe das jetzt auch so, ehrlich gesagt, aus dem Internet übernommen. Aber es stimmt, das ist eigentlich aufgrund 2-3 Bifosphoglycerat. Also, es wird also Sauerstoff eher zum Hämoglobin vom Fötus gelangen und von wo? Eben von der Mutter in der Plazenta. Jetzt schauen wir uns das mit der O2-Affinität genauer an. Also, wir unterscheiden eine sogenannte T- und eine R-Struktur. Die R-Struktur ist also die oxygenierte Form und die T-Struktur eben die desoxygenierte Form. Und wenn wir uns das anschauen, bindet hier jetzt eben Sauerstoff. Und ihr könnt euch das vorstellen, als würde das jetzt eben der Sauerstoff am Eisen binden und an der Kette ziehen, sodass sich eben diese Salzbindungen, ja, hier, die ihr hier abgebildet seht, in Rot, ja, lösen. Und was wird frei? Es werden Protonen frei. Also, Sauerstoff bindet, Protonen werden frei. Und die Tatsache, das habe ich auch ein bisschen geändert, Haldane-Effekt ist eben dadurch bedingt, also es bezeichnet eben, dass wenn der
Partialdruck von Sauerstoff hoch ist, sinkt die Affinität zu CO2. Und bei der desoxygenierten Form jetzt, das nennt man auch die starre Form, weil eben diese Salzbindungen noch vorhanden sind. Und es werden jetzt eben an die negativen Ladungen von Histidin eben Protonen binden können. Das heißt, Hämoglobin ist auch ein starker Puffer in der deoxygenierten Form. Und es bindet mir auch CO2, aber nur zu 5%. Und das bindet dann eben an Aminogruppen und dann nennt man das Carbamat. Und jetzt zum Bohr-Effekt, die Tatsache, dass eben die O2-Affinität abhängig ist vom pH-Wert, nennt man eben Bohr-Effekt. Die Affinität ist auch noch abhängig von anderen Faktoren, nämlich die Abgabe von Sauerstoff wird jetzt eben erleichtert, wenn jetzt die Temperatur steigt. Das ist wichtig, zum Beispiel bei Fieber besteht ein erhöhter Energieumsatz. Das heißt, wir wollen jetzt unsere Organe auch besser mit Sauerstoff versorgen. Dann CO2 steigt, Protonen steigen oder pH sinkt. Ja? Und das geschieht zum Beispiel bei der Muskelarbeit. Und die Affinität zu Sauerstoff nimmt auch ab. Also es wird leichter Sauerstoff abgegeben. Und jetzt kommen wir eben zu dem 2,3-Biphosphoglycerat, aber dann nochmal genauer. Wenn da jetzt eben der Partialdruck abfällt von Sauerstoff, wie wenn ihr jetzt eben zum Beispiel in den Bergen seid, ja, steigt jetzt eben 2,3-Biphosphoglycerat an und es kommt auch zu einer leichteren Abgabe von Sauerstoff. Und man spricht dann eben von einer Rechtsverschiebung, wenn die O2-Abgabe immer erleichtert ist. Und eine Linksverschiebung ist genau das Gegenteil eben, also wenn diese ganzen Faktoren wiederum sinken. Die O2-Abgabe ist jetzt erschwert. Das habe ich noch reingebracht, dieses Bild. Und jetzt kommen wir zum 2,3-Biphosphoglycerat. Wo entsteht das? Das entsteht eben beim Glukosestoffwechsel. Und der 2,3-Biphosphoglycerat bewirkt jetzt eben eine Vernetzung der beiden Beta-Ketten. Und auf diese Weise fixiert es mir jetzt eben die desoxygenierte Form von Hämoglobin. Also wird Sauerstoff leichter abgegeben. Also es fixiert mir die T-Struktur. Und wann kommt es zum Anstieg eben? Bei einem Abfall vom O2-Partialdruck. So, Hämoglobin und Gasaustausch. Ich trinke nur kurz einen Schluck, ich bin schon ein bisschen... Okay. Also, Hämoglobin und Gasaustausch. Hier eben abgebildet das Gewebe. Was passiert? CO2 steigt und wird jetzt eben in die Kapillare diffundieren aufgrund des Druckgefälles. Und die Carboanhydrase, die ist jetzt sehr wichtig, denn die macht mir jetzt eben aus CO2 und Wasser Kohlensäure. Sollte es Kohlensäure heißen, also das ist ein Fehler. Und Kohlensäure wird jetzt spontan dissoziieren in Bicarbonat und in die Protonen. Und die Protonen, die binden mir jetzt wiederum an das Hämoglobin, also an die negativen Ladungen des Histidins. Und Bicarbonat hingegen wird jetzt eben ausgetauscht im sogenannten Hamburger Shift. Da habe ich jetzt eben einen Hamburger dazu gemacht, damit ihr euch den merkt. Und der wird jetzt eben gegen Chlor ausgetauscht. Das heißt, CO2 wird jetzt vor allem eben über Bicarbonat transportiert und in ganz geringer Menge, wie schon angesprochen, nämlich 5% als Carbamat. Was passiert jetzt in der Lunge? In der Lunge wird jetzt eben Hämoglobin angereichert eben mit Sauerstoff, also Sauerstoff kommt hierher, bindet, Protonen werden frei, Protonen
werden jetzt mit Hilfe von Bicarbonat eben zu Kohlensäure wieder. Das geschieht wieder über die Carboanhydrase. Und es entsteht dann wiederum CO2 und CO2 kann abgeatmet werden. Ja. Jetzt Hämoglobin und die Bestimmung. Wie bestimmen wir das? Das kommt eben vor in der Vorlesung, deshalb bringe ich das jetzt auch. Also, das schaut sich einfach dann nochmal genauer an. Man oxidiert es, das Hämoglobin, und dann wird es zum sogenannten Hämoglobin. Oder merkt sich den Namen Methemoglobin? Also es wird jetzt zweiwertiges Eisen zu dreiwertigem Eisen. Und anschließend wird es zum Hämoglobincyanid, also in einen Farbstoff, den man danach registrieren kann, über ein Spektrophotometer. Ja, das war es eigentlich. Achso, wissen solltet ihr auf jeden Fall auch, dass die Neugeborenen einen höheren Hämoglobinwert haben und dass die Frauen eben geringer als die Männer. Dazu kommen wir eh noch. Und so vielleicht für euch, das Methemoglobin, das entsteht auch so physiologisch, aber wir haben ein Enzym, nämlich die Methemoglobin-Reduktase, die es mir wiederum in die oxygenierte Form zurückbringt. Und wenn es jetzt zu einem Defekt dieser Reduktase kommt oder auch durch Medikamente, kann es eben wiederum zu einem Anstieg von Methemoglobin führen, und das verhindert also jetzt die Bindung von Sauerstoff, also kommt es eben zum Beispiel zu einer Zyanose. Das bedeutet eben eine lila Färbung, die eben dadurch bedingt ist, dass die Sauerstoffsättigung vermindert ist, beziehungsweise die Sauerstoffabgabe an das Gewebe. Und dann, das kennt sie wahrscheinlich eh, Carboxyhämoglobin, das entsteht eben auch beim Rauchen, ja. Und Raucher haben einen höheren Wert, ca. 3-10%. Normalwert ist etwa 0,5-1% oder so. Und bei einer Kohlenmonoxidvergiftung entsteht das auch vermehrt. Und das bindet jetzt stärker eben als Sauerstoff, nämlich 300 etwa. Und Sauerstoff kann nicht binden. Und man kann halt natürlich auch daran sterben, an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Jetzt kommen wir zur Erythropoese. Also, wie funktioniert das? Es dauert etwa 5 Tage lang. Ganz am Anfang haben wir den Proerythroblasten. Und der wird sich dann eben im Knochenmark zum Retikulozyten entwickeln. Was wird jetzt passieren? Das Zellvolumen wird abnehmen, Chromatin wird sich verdichten und Hämoglobin wird vermehrt gebildet. Der Retikulozyt hat die sogenannte Substantia granulofilamentosa. Kann sein, dass das auch eine SIP-Frage mal war. Das ist eigentlich im Endeffekt die ribosomale RNA. Und der Retikulozyt wird jetzt eben in die Peripherie gelangen und innerhalb etwa eines Tages diese RNA abstoßen und zum Erythrozyten. Das heißt, der Erythrozyt hat keine RNA mehr, keinen Kern mehr und keine Mitochondrien mehr. Gut, Regulation der Erythropoese. Also, wie funktioniert das? Wenn der Partialdruck von Sauerstoff sinkt, also wenn bei einer Hypoxie, was passiert dann? Wir haben den sogenannten hypoxig-induzierten Faktor, der eben ein Transkriptionsfaktor darstellt und der registriert eben diese Hypoxie. Und wo ist das? In der Niere. Es ist wichtig, dass euch das merkt. Und der wird jetzt eben bewirken, dass vermehrt Erythropoietin gebildet wird. Erythropoietin wird aus den extraglomerulären Mesangiumzellen gebildet. Jetzt kurz eine Frage zum vegetativen Nervensystem. Aus welchen Zellen, also es gibt ja noch ein anderes Hormon, was gebildet wird von der Niere. Welches ist das? Was wichtig ist für die Blutdruckregulation? Renin, genau. Und aus welchen Zellen? Juxtaglomeruläre Zellen, super. Okay. Dann, also nicht zu verwechseln mit dem Erythropoietin, ja? Also Erythropoietin wird abgegeben und das bindet
jetzt haben die eben die Vorläuferzellen Rezeptoren für Erythropoietin. Und wenn ihr ein bisschen angeben wollt, es hat jetzt nicht nur der Erythrozyt, also die Vorläuferzellen vom Erythrozyten, diese Rezeptoren, sondern auch der Thrombozyt, also die Vorläuferzellen von den Thrombozyten. Was bedeutet das? Dass wenn ich jetzt EPO, also Erythropoietin, geben würde, würden nicht nur die Erythrozyten ansteigen, sondern auch die Thrombozyten. Das ist dann später in der Klinik auch relevant. Und es kommt also zu einem Anstieg von den Retikulozyten, die werden ausgeschwemmt und das dauert ein bisschen. Ja? Und die verlassen jetzt das Knochenmark und die geben dann eben ihre Substantia granulofilamentosa ab und werden zum Erythrozyten. Und interessant ist auch wieder, dass jetzt eben Tumornekrosefaktor Alpha und Interleukine, was stellen die dar? Sogenannte Zytokine, sehr gut. Ja? Die wichtig sind für die Immunabwehr. Das heißt, wann werden die erhöht sein? Bei Infektionen. Das heißt, was passiert bei einer Infektion? Jetzt könntest du es dir schon ableiten. Was wird passieren bei einer Infektion? Wenn jetzt Tumornekrosefaktor Alpha, wir kommen darauf eh nochmal zurück, merkt euch jetzt einfach einmal, hemmt mir eben unter anderem Erythropoietin. Also die Wirkung von Erythropoietin. Gut, jetzt gibt es auch andere Faktoren, die mir wiederum Erythropoietin stimulieren, beziehungsweise auch die Ausschüttung, also die Bildung erhöhen. Und das wären die Androgene. Wer hat Androgene? Die Männer, genau. Und warum? Also das ist auch der Grund, warum, also nicht warum, sondern das ist auch der Grund, warum Männer mehr Erythrozyten haben. Ja? Also wenn sie auch vermehrt eben Hämoglobin haben. Das ist eher eine Frage auch, die jetzt gelöst ist. Und noch was anderes, Thyroxin. Thyroxin ist ein Schilddrüsenhormon, stimuliert mir auch die Synthese von Erythropoietin. Das ist aber noch viel komplexer, das alles. Und Cortisol auch. Cortisol wird ja oft gegeben. Also ist das gar nicht so uninteressant, dass bei einer Person, der wir Cortisol geben, die Erythropoese stimuliert wird. Denn dann kann es auch zum Anstieg von den Erythrozyten kommen. Also je besser ihr die Physiologie lernt, umso leichter werdet ihr euch später dann tun, wenn ihr die Klinik lernt. Ja? Naja, es wird, also wenn die also die Frage war, was das überhaupt für einen Sinn hat, wenn die Erythrozyten steigen, nicht wahr? Das war deine Frage. Also, sie werden ja nur Zytokine. Achso, was jetzt? Bei Entzündungen. Aber ich komme darauf nochmal zu sprechen, oder war jetzt eine Frage, was jetzt der Sinn ist bei Infektionen? Okay, gut, darauf komme ich dann später nochmal zurück, ja? Aber du weißt also den Sinn von, warum, wenn jetzt die Erythrozyten höher sind, dass das wichtig ist, damit wir eben mehr Hämoglobin haben, also mehr Sauerstoff. Ja, ja, okay, gut. Das wollte ich wissen. Aber das mit den Zytokinen, darauf kommen wir nochmal zurück, dann bei Anämie der chronischen Erkrankungen. Ja? Thrombozyten, das müsst ihr dann noch sehr gut im Block 8 können. Ja? Also, die Thrombozyten entstehen aus den sogenannten Megakaryozyten. Und daraus entstehen eben, aus einem Megakaryozyt entstehen eben 500 bis 5000 Thrombozyten. Und sie sind kernlos. Kernlos, warum ist das wichtig? Welches Enzym, was ihr sicher schon kennt, also, oder was ihr vielleicht schon kennt, ja, wird eben im Thrombozyten gebildet? Die sogenannte Zyklooxygenase. Wer hemmt die Zyklooxygenase? Aspirin. Aspirin, super. Und Aspirin ist jetzt in Wirklichkeit Acetylsalicylsäure. Also der Aspirin ist der Handelsname und das ist eben der Wirkstoff. Acetylsalicylsäure. Solltet ihr euch schon jetzt merken. Das heißt, es kann mir die Thrombozyten hemmen, weil eben die Zyklooxygenase nicht nachgebildet werden kann, beziehungsweise eine irreversible Hemmung. Ja. Und ihr werdet dann natürlich auch noch viele andere Wirkstoffe kennenlernen, dann in Block 9 und auch im Block 8. Aber jetzt mal, wenn ihr damit anfängt, ist es schon gut. Die Lebensdauer ist etwa 10 Tage. Das heißt, Aspirin wird für 10 Tage circa die Thrombozyten hemmen. Ja? Und
Abgebaut werden sie eben in der Milz, das ist auch nicht so unwichtig. Was passiert, wenn ich die Milz entferne, also eine Splenektomie durchführe? Was überlegt euch? Die Milz ist zuständig dafür, dass die Thrombozyten auch abgebaut werden. Wenn ich die Milz wegnehme, was passiert? Was passiert mit den Thrombozyten? Die steigen an. Das heißt, was für ein Risiko besteht? Thromboserisiko. Super, bravo, ja? Das ist wichtig. Okay, und das wurde ich zum Beispiel bei einer Formulatur, bei einer Operation gefragt. Also das ist immer gut, wenn man diese Schlussfolgerungen schon macht. Wachstumsfaktor ist eben zum Beispiel das TPO, also das Thrombopoietin. Und wichtig sind sie eben für die Blutstillung. Und eine Blutungsneigung nennt man hämorrhagische Diathese. Und eine kritische Zahl wäre jetzt eben ca. 30.000. Wobei auch eben Patienten auch mit viel weniger Thrombozyten überleben können. Es kommt auf die Krankheit an, aber das lernt sie noch. Und was passiert bei einer Thrombozytopenie? Es kommt zu einer petechialen Blutung, also zu Petechien. Und bei einer Thrombophilie, da haben wir das schon gesagt, das ist eben, bewirkt eben dann ein erhöhtes Thromboserisiko. Und das wiederum kann eben eine Lungenembolie zu einer Lungenembolie führen oder zu einem Schlaganfall. Und jetzt schauen wir uns das kurz an. Also, Petechien entstehen bei einer Thrombozytopenie und sogenannte Suffusionen oder auch großflächige Blutungen entstehen bei einem Mangel an Gerinnungsfaktoren. Die Gerinnungsfaktoren, die lernt sie schon im Block 4, aber wie gesagt, wahrscheinlich lernt sie sie noch nicht wirklich, weil sie nicht geprüft werden im Seminar mehr. Ja? Aber das kommt halt dann alles in Block 8 vor. Jetzt kommen wir schon zu den Leukozyten und das ist eben jetzt einmal, damit ihr Ahnung habt, wie viel etwa von den Leukozyten im Blut vorhanden sind. Also die Neutrophilen sind eben die meisten, die Basophilen findet man manchmal null. Und jetzt gibt es einen lustigen Merkspruch, der mir mal im ersten Jahr gesagt wurde, nämlich, das stimmt nicht, das sage ich jetzt dazu, nachts leuchten meine Eier blau. Ja? Und auf diese Weise werde ich das nie mehr vergessen, was die Reihenfolge ist der Leukozyten. Aber bitte nicht nur auf die Prozente schauen, sondern immer auf die absoluten Werte. Ja, ganz wichtig, absolute Werte. Nur für den Anfang ist es okay, wenn ihr euch das mal einprägt. Jetzt machen wir mit den Granulozyten weiter. Also, die Granulozyten, was haben sie gemeinsam? Sie enthalten alle Granula. Ja? Und in diesen Granula speichern sie eben verschiedene Stoffe, Enzyme. Und die Freisetzung heißt eben Degranulation. Und man unterscheidet sie eben auch, weil sie verschieden sich anfärben lassen. Bin ich gerade zu langsam für euch? Geht's? Okay, gut. Also beginnen wir mit dem Neutrophilen. Ja? Dieser Stoff, den ich da jetzt eben mache, der muss einfach sitzen. Deshalb mache ich ihn nochmal. Also, die Neutrophilen stammen eben aus den Myeloblasten ab. Und der Stabkernige und den Segmentkernigen, den bestimmen wir eben auch im peripheren Blut, also bei der Blutabnahme. Und vor allem eben den Reifen, nämlich den Segmentkernigen. Der Stabkernige ist nur ca. 5% oder so, weniger. Und bei einer Infektion, das ist jetzt wichtig, kommt es zu einem vermehrten Verbrauch eben der reifen Granulozyten. Das heißt, es wird jetzt was passieren? Es kommt zu einer sogenannten reaktiven Linksverschiebung. Reaktiv, weil eben Infektion. Und das bedeutet, dass eben vermehrt auch diese Myelozyten, bestimmt werden können im Blutbild. Und das ist eben wichtig, dass ihr euch das auch merkt, weil es gibt Erkrankungen wie die Leukämie, wo es auch zu diesen Vorläuferzellen kommt, aber auch zu Myeloblasten, Promyelozyten. Und da handelt es sich aber nicht um eine reaktive Linksverschiebung, sondern es ist eben ein Tumor, also die Leukämie halt.
So, jetzt zur Wiederholung eben. Also, der Neutrophile hat eben circa 2 bis 5 Lappen. Er nimmt die Lappen, also die Lappen nehmen zu, die Anzahl, je älter er wird. Und wie ist die Verteilung? Er ist in Wirklichkeit nur zu 5% im Blut, beziehungsweise nur zu 2,5% frei im Blut und sonst an den Gefäßwänden. Und zu 95% eben im Knochenmark oder im Gewebe. Und was ist die Lebensdauer? Das wird euch auch immer gern gefragt, die Lebensdauer der verschiedenen Zellen. Ja? Die ist etwa 10 Tage beim Neutrophil. Und er verbringt nur 5 Stunden im Blut. Abgebaut eben vom mononukleären Phagozytensystem, also von den Monozyten und den Makrophagen. Und die Aufgabe ist eben die Abwehr von Fremdstoffen, also einfach Immunabwehr. Das machen wir dann noch genauer. Und wichtig sind auch die Granula. Und da würde ich vielleicht darauf hinweisen, auf die Myeloperoxidase. Da gibt es auch Antikörper, die dagegen gebildet werden können. Granulozyten. Also bei den Eosinophilen gibt's die sind jetzt zweilappig und Eosin, weil sie eben sich eben mit Eosin anfärben lassen, die Granula, und die sind jetzt wiederum die speichern jetzt Histamin und Lipide und Eiweißkörper, und man nennt sie auch die Zellen der Allergie, weil sie eben erhöht sind bei Leuten, also bei Allergien, ja, und bei Abwehr gegen Parasiten sind sie sehr wichtig. Das heißt, wenn jemand eine Eosinophilie hat, könnte das ein Hinweis sein auf eine Parasitose, das heißt eben zum Beispiel ein Wurmbefall. Ja? Und sie wirken eben zytotoxisch. Sie haben auch FC-Rezeptoren, also diese Rezeptoren sind dann eben für IgE, und IgE ist auch wichtig, also immer für Parasiten und für eben für die Allergie. Ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig bedeutsam, aber ich finde es trotzdem interessant. Also 24-Stunden-Periodik, morgens ist es geringer. Warum? Weil die Glukokortikoide hemmen mir die Immunantwort und hemmen mir die Eosinophilen. Und wann werden die Glukokortikoide ausgeschüttet? Morgens. So könnt ihr euch das auch merken. Also indirekt proportional. Basophile, die Basophilen, wie gesagt, die sind nicht sehr präsent jetzt im peripheren Blut, und sie speichern mit Histamin, was eben an Heparin gebunden ist. Auf Histamin kommen wir nochmal, und die werden auch aktiviert, zum Beispiel über IgE-Antikörper, und führen dann eben zu Histaminfreisetzung. Jetzt, was macht Histamin? Ich bringe das jetzt eigentlich besonders, weil was haben wir hier? Die tollen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Und ich will jetzt das gleich nützen, damit ihr mir das gleich wieder sagt. Nämlich, Histamin bindet also an Histaminrezeptoren. Die Rezeptoren sind G-Protein-gekoppelt. Und die haben jetzt eben verschiedene Wirkungen, weil sie eben unterschiedlich auch G-Protein-gekoppelt sind. Was passiert jetzt eben bei den Blutgefäßen? Es kommt zu einer Vasodilatation. Und wie geschieht das? Über GS-Protein gekoppelte Rezeptoren. GS, was macht GS? Genau, es aktiviert mir die Adenylatseklase. Das weiter? Zyklisches AMP steigt. Was passiert weiter? Proteinkinase A. Und was jetzt? Wie kommt es dann zur Vasodilatation? Nein. Also Vasodilatation. Wie war das mit der Proteinkinase A? Sie führt zu einer Phosphorylierung der Myosin-Leichtketten-Phosphatase. Und die Myosin-Leichtketten-Phosphatase, die dephosphoryliert mir jetzt die Myosin-Leichtkette. Und das wiederum führt zu einer Relaxation. Schaut euch dieses Bild an beim vegetativen Nervensystem, wo ihr das seht mit der Proteinkinase C und mit der Proteinkinase A und mit der Proteinkinase G. Und dann habt ihr das. Gut, jetzt kommen wir zur Bronchokonstriktion. Es wird auch übrigens zu einer Tachykardie. Das könnt ihr euch eigentlich eh super merken, wenn ihr euch denkt, was passiert bei einer Allergie.
und dann wisst ihr eigentlich die Antworten. Und GQ, warum GQ, was passiert bei GQ, warum Bronchokonstriktion, was macht GQ? Wer hat das mit Kalzium gesagt? Du? Ja, jetzt magst du mir sagen, wie GQ ist? Also was passiert mit GQ? Oder weiß es jemand anderer? Was? Genau, die Phospholipase C wird aktiviert. Was macht die? Ja, ich will, dass es wiederholt. Also Diacylglycerin, Inositol-Triphosphat. Was macht mir das Inositol-Triphosphat? Genau, Kalzium wird ausgeschüttet, Proteinkinase C wird aktiviert. Proteinkinase C aktiviert mir jetzt, also phosphoryliert mir die Myosin-Leichtketten-Kinase und die phosphoryliert mir die Myosin-Leichtkette. Und Magensäure ist wichtig, weil das hemmen wir dann auch mit Ranitidin zum Beispiel. Monozyten, Makrophagen. Mag mir jemand sagen, wie viel Uhr es ist? Okay, ja, dann machen wir bald eine Pause. Also, Monozyten, Makrophagen, die haben eben eine ovale, bohnenförmige Form, der Kern. Und der Monozyt, da sprechen wir im peripheren Blut. Und Makrophagen, von Makrophagen sprechen wir eben Gewebe. Und je nach Gewebe, also Organ, gibt es dann unterschiedliche Namen. Und die solltet ihr euch einprägen, ja? Knochenmark, wie heißen sie da? Ist es eigentlich im Knochen? Wie heißen sie da? Osteoklasten. Osteoklasten, sehr gut. Okay, wie heißen sie? Da steht das, ne? Steht eh nicht da. Okay, in der Leber Kupfersternzellen, eben in der Lunge Alveolarmakrophagen und wichtig im ZNS Mikrogliazellen. Ja, also. Die können eben im Gewebe, die Makrophagen, sehr lange bestehen, ja. Und wichtig eben für die Phagozytose und sie sind sogenannte antigenpräsentierende Zellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei den Abkürzungen drinnen habe. Es kommt dann auch noch vor bei der Abwehr. Und sie machen eben dann das mononukleäre Phagozytensystem aus. Und das ist eben die Form, das seht ihr wirklich schön, also diese Kommaform. Wir sind es gleich. Ja, ich mache jetzt noch diese lymphatischen Vorläuferzellen und so. Und dann eine Pause. Also, ich schaue mal kurz. Das stimmt? Ja. Gut. Das müsst ihr natürlich nicht so genau kennen. Warum ich das reingebracht habe, ist, damit ihr seht, dass es sehr kompliziert ist und dass diese ganzen Zellen unterschiedliche Oberflächenmoleküle haben und die werden dann in der Klinik auch bestimmt. Ja? Und was haben wir hier? Wir haben also eine lymphatische Vorläuferzelle, das sollt ihr euch merken, und die differenziert sich dann in eine B-Zelle und in eine T-Zelle. Und es werden im Blut sind vor allem T-Zellen, nämlich zu 85% vorhanden. Ja? Und diese CD, die ihr seht, das sind Cluster of Differentiation, das solltet ihr euch vielleicht auch merken. Und die T-Zelle, die differenziert sich dann in sogenannte CD8-positive Zellen, das sind die zytotoxischen Zellen, und in die CD4-Zellen, das sind die Helferzellen. Und da unterscheiden wir dann auch wieder TH1, TH2, TH17 und auch die regulatorischen T-Zellen, die werden dann auch sehr wichtig. Und was machen die? Die unterstützen jetzt eben die Phagozyten und die B-Zellen bzw. aktivieren sie. Und aus den T-Zellen entstehen auch die natürlichen Killerzellen. Das war eine Frage? Ja, genau. Gibt es da nicht noch die T- und Delta-Zellen? Meinst du damit die Regeln? Ja, nach einer gewissen Antwort, also nach einer gewissen Zeit, wenn die T-Zellen. Also es gibt die sogenannten regulatorischen T-Zellen, wenn du das mit dem Unterdrücken meinst. Also die regulatorischen T-Zellen, die sind eben wichtig, gerade am Anfang auch, damit eben nicht gegen unsere eigene Organe, unsere eigenen Zellen
Antikörper gebildet werden. Ja? Wenn du das meinst. Also das kommt dann auch noch genauer in Block 8, aber ich muss dazu sagen, Immunologie ist sehr kompliziert und im Block 8 Buch schwer zu lernen. Also würde ich euch raten, da vielleicht eher ein Buch zur Hand zu nehmen, um das zu lernen. Aber die Professoren sind sehr nett und die Vorlesung ist auch sehr gut. Das muss ich echt dazu sagen. Jetzt, wie funktioniert das mit der Lymphozytenreifung? Wo werden sie gebildet? Also, die Reifung, da unterscheiden sich jetzt die T-Lymphozyten von den B-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten, die reifen heran eben im Thymus. Und man spricht von einem primären lymphatischen Organ deshalb. Und die B-Zellen eben im Knochenmark. Also das kommt eben vom Anfangsbuchstaben, also Thymus T-Zelle und B eben für Bone. Also für Englisch halt. Und gut. Also was passiert jetzt? Die reifen heran und in den sekundären lymphatischen Organen, also zum Beispiel in den Lymphknoten oder in der Milz, werden jetzt dann die Antigene präsentiert. Und wenn jetzt eben ein T-Lymphozyt auf sein spezifisches Antigen stößt und aktiviert wird, kann er sich jetzt eben in eine T-Effektorzelle entwickeln und in eine Gedächtniszelle. Und der B-Lymphozyt hingegen, der wird jetzt eben zur Plasmazelle und auch zur Gedächtniszelle. Und die Plasmazellen werden jetzt was machen? Die bilden mir die Antikörper. Habt ihr es leicht geschafft? Und das habe ich gerade gesagt. Hier noch genauer die sekundären Lymphorgane. Und bei der B-Zelle, nein, das habe ich alles gesagt. Ah ja, genau, natürliche Killerzelle ist eben wichtig auch für die unspezifische Abtötung von Tumorzellen. Ich werde versuchen, auch noch mehr darauf einzugehen dann bei der Abwehr, weil es auch wahnsinnig interessant ist, das alles. Und jetzt machen wir eine Pause und in der Pause dürft ihr dann diese Fragen, wenn ihr wollt, machen. Vielleicht haben manche von euch eben diese Fragen schon angeschaut. Machen wir sie mal durch, aber davor machen wir kurz die Fragen, wenn ihr die nicht eh schon könnt. Also wie ist der Hämatokrit bei einer Anämie? Erniedrigt, richtig. Wo werden... Ist eine Frage? Leber. Ah, okay. Ja, Leber. Genau, jetzt können wir es auch so machen. Und wo findet die Blutbildung normalerweise beim Erwachsenen statt? Genau, im Knochenmark, ja. Und das haben wir schon gemacht. Thrombozyt und Erythrozyt ist die Antwort. Weshalb haben Frauen weniger Erythrozyten als Männer? Also Frauen, genau, ja. Frauen haben eben weniger Androgene. Und was machen Androgene normalerweise? Es stimuliert mir, genau, Erythropoietin. Und das wiederum die Erythropoese. Genau. Das ist eine wichtige Frage. Haben das alle verstanden? Okay. Ja gut, es wird jetzt niemand Nein sagen wahrscheinlich. Okay. Eine Patientin mit 40 Grad Fieber, schlechten Allgemeinzustand, Tachykardie, Tachypnoe, kommt in ihre Ambulanz. Sie haben den Verdacht, eben, dass sie septisch ist und entscheiden sich für eine Blutabnahme. Das ist jetzt so ein bisschen... Einfach auch ein bisschen auf die Immunabwehr. Und was erwarten Sie sich jetzt vom CRP, der Leukozytenanzahl, der Blutsenkungsgeschwindigkeit und der Blutkulturen? Weiß das jemand? CRP hoch. CRP hoch, richtig. Leukozyten auch. Ja, wobei Leukozyten könnten bei einer Sepsis entweder vermindert oder hoch sein. Es gibt eben sogenannte Kriterien für eine Sepsis und da fällt eben das Fieber drunter, die Tachykardie, die Tachypnoe und die Erhöhung von den Leukozyten oder eine Erniedrigung der Leukozyten und positive Blutkulturen. Dann habt ihr das auch schon ein bisschen. Was wird denn mit der Blutsenkungsgeschwindigkeit passieren? Steigt. Na, erhöht.
erhöht. Infektionen erhöhen die Blutsenkungsgeschwindigkeit, also beziehungsweise sie steigt, ja. Warum? Weil zum Beispiel CRP als Agglomerine wirken, das heißt, sie erleichtern das Verklumpen. Die Erythrozyten sinken schneller, ja. Okay, das war ein bisschen eine schwierigere Frage. Die pluripotente Stammzelle entwickelt sich in eine und im Zuge der Hämatopoese. Myeloische und eine lymphatische Zelle, genau. Welche Parameter bewirken eine Rechtsverschiebung der Hämoglobin-Sättigungskurve? Das willst du jetzt wissen. 2,3-Biphosphoglycerat, richtig, ja? Genau, die Zunahme der Temperatur, ja? Genau, niedriger pH, also Protonenanzahl hoch, ja? Genau, CO2 erhöht, sehr gut. Wo wird Erythropoietin gebildet? Niere, genau. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, aber extrameduläre Mesangiumzellen. Und welche Zellen besitzen Erythropoietin-Rezeptoren? Die? Na, Erythropoietin, wo kommt das vor? Erythrozyten. Genau, wow, das ist gut, richtig. Aber bitte sagt vielleicht beim Seminar mehr die Erythrozyten, weil vielleicht verwirrt das dann die Professoren. Weil es sind nicht alle so wahnsinnig... nein, gut, ich vergesse mir das. Also, mit welchem Medikament kann man die Thrombozyten irreversibel hemmen? Aspirin, super, gut. Sind jetzt nicht so schwer. Machen wir weiter mit dem Blutbild. Also, wir unterscheiden ein kleines Blutbild vom Differentialblutbild. Und das große Blutbild, ganz einfach, ist das kleine Blutbild plus dem Differentialblutbild. Das kleine Blutbild besteht jetzt eben nur aus dem Hämatokrit, Hämoglobin und den Zahlen der Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten und des sogenannten Erythrozytenindizes. Welche kennt ihr? Also es gibt drei. Wollt ihr mir die sagen? Die Erythrozytenindizes? Nein? Okay, jemand von euch? Nein, die Erythrozytenindizes. Weiß das jemand? Genau, das ist dieses MCH und das werden wir gleich machen. MCH, MCW, MCHC. Darauf gehen wir gleich ein. Dann Differentialblutbild, die Neutrophilen, Eosinophilen, Basophilen, Monozyten, Lymphozyten. Und das ist so wichtig, dass ihr ein Differentialblutbild macht. Immer auch ein Differentialblutbild machen, wenn ihr eben irgendwie glaubt, da ist ein bisschen eine hämatologische Erkrankung oder eine Anämie. Immer Differentialblutbild. Und die Retikulozyten können eigentlich, soweit ich weiß, in Österreich eigentlich nicht zum großen Blutbild, aber auch wichtig zu bestimmen, ja? Kostet jetzt nicht enorm viel und dadurch können Sie eben dann zwischen den Anämieformen unterscheiden. Wir werden die Anämie so gut machen, ihr werdet es dann so toll können, nach dem Tutorium hoffentlich. So, also das sind die normalen Werte. Immer schön achten auch auf die... auf die Einheit. Und was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass diese Normwerte variieren. Ihr habt jetzt Männer und Frauen, aber es sind auch eben Alter, Geschlecht und auch ethnische Herkunft. Zum Beispiel haben jetzt Schwarzafrikaner eine geringere Leukozytenanzahl. Hämatokrit. Der Hämatokrit ist eben der zelluläre Anteil des Blutes und man errechnet ihn eben Erythrozytenvolumen durch Blutvolumen. Das ist im Endeffekt das, was wir hier vorhin noch schon gesehen haben. Und ja, Hämatokrit ist eben bei Männern höher. Warum? Du? Sehr gut. Genau, wegen den Androgenen und wegen Erythropoietin. So, wann kann dieser Hämatokrit erniedrigt sein? Eben bei der Anämie, und das ist unser heutiges Thema, die Anämie. Ja? Es kann aber auch erhöht sein, wenn das Plasmavolumen erhöht ist. Zum Beispiel, wenn jemand
zu viel Infusionen bekommen hat, was hoffentlich nicht bei euren Patienten passiert. Und Hämatokrit erhöht kann eben auch sein bei einer sogenannten Polyglobulie. Und dann unterscheidet man eine relative Polyglobulie, das wäre dann diese, diese Pseudopolyglobulie, die eben durch Dehydratation entsteht, also das Gegenteil von hier, ja, und dann von einer wirklichen, also von einer absoluten Polyglobulie. Und da gibt es jetzt eben eine primäre Form und das wäre die Polycythemia vera, das haben wir schon vorhin kennengelernt. Was ist bei der Polycythemia vera vermehrt? Das war bei der Blutsenkungsgeschwindigkeit. Niemand? Okay. Die Polycythemia vera, das ist eben eine Entartung der myeloischen Stammzelle. Und die myeloische Stammzelle ist jetzt wichtig für die Bildung von Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten. Ja? Und es kommt also zu einem Anstieg von diesen drei Zellreihen. Das können Sie dann im Blut feststellen. Das ist eine Tumorerkrankung, das ist eine maligne Erkrankung. Dann habt ihr eben auch noch die sekundären Formen. Warum sekundär? Weil sie aufgrund einer anderen Erkrankung entstehen oder eben physiologisch bei Aufenthalt in großen Höhen. Ja, da haben wir auch gelernt, Erythropoietin wird stimuliert durch die Hypoxie, ja, und es werden vermehrt Erythrozyten gebildet. Lungenerkrankungen. Auch da sinkt eben die Sauerstoffkonzentration, wie zum Beispiel beim COPD, das habt ihr auch schon kennengelernt beim Falk. Und auch da oder auch bei Herzinsuffizienz kann der Hämatokrit erhöht sein. Jetzt machen wir eben diese Erythrozytenindizes. Es gibt das MCV, das ist eben das mittlere Volumen, deshalb V, ja, eines einzelnen Erythrozyten. Dann MCH ist eben der mittlere Hämoglobingehalt eines einzelnen Erythrozyten. Und MCHC ist die Hämoglobinkonzentration. Und jetzt diese Werte solltet ihr auch kennen für die Seminare. Ihr werdet nämlich die errechnen müssen, was im Endeffekt vielleicht für Seminar wichtig ist. Aber in der Wirklichkeit habt ihr die normalen Bereiche. Ja? Aber lernt es mal. Ja? Und MCHC ist in Wirklichkeit auch nicht sehr wichtig. Das wird auch nicht einmal mehr immer bestimmt, weil es variiert eigentlich nur sehr stark bei, es ist eigentlich bei den wenigsten Anämien verändert. Also in Wirklichkeit können Sie das MCHC relativ vergessen, aber das sagt sie nicht unbedingt bei den Seminaren, sondern da müsst ihr schon lernen, wie man das errechnet. Und jetzt schauen wir uns das an. So errechnet ihr das eben, das sind halt die Formeln. Und was wichtig ist, ist, dass ihr euch merkt, dass eben, wenn das MCV erniedrigt ist, ja, dann spricht man von mikrozytär. Und wenn es erhöht ist, also über 101, dann von makrozytär. Und bei MCH, also wenn der Hämoglobingehalt erniedrigt ist, spricht man von hypochrom und von hyperchrom, wenn er erhöht ist. Diese Wörter müsst ihr können und auf die werden wir jetzt auch eingehen und auf die Fälle basieren noch darauf. Da ist auch noch einmal, also bei vielen Anämie keine Änderung. Dann Klinikanämie, was versteht man jetzt darunter? Eben einen verminderten Gehalt von Hämoglobin oder von Hämatokrit. Und der ist jetzt alters- und geschlechtsspezifisch. Ihr werdet wahrscheinlich unterschiedliche Werte finden, vielleicht ändert sich dann auch, wenn ihr schon Ärzte seid, aber derzeit ist eben nach WHO, Frau unter 12 Gramm pro Deziliter, das müsst ihr auch können für Seminar, und Mann unter 13 Gramm pro Deziliter. Und jede Anämie, da müssen wir die Ursache abklären. Grundsätzlich keine Therapie ohne Diagnose. Was sind jetzt die Symptome? Vielleicht hat auch jemand von euch eine Anämie, ich weiß es nicht. Da gibt es eben die unspezifischen Symptome. Das wäre zum Beispiel eine Tachykardie, dann eine Konzentrationsschwäche, dann Schwindel und Blässe. Merkt euch das jetzt gleich, weil das kommt dann auch bei einem Fall vor. Und wichtig ist auch, dass dieser Hämoglobingehalt
wenn der jetzt plötzlich abfällt, werden diese Symptome sehr rasch entstehen. Aber wenn jetzt der Hämoglobingehalt im Endeffekt immer weniger wird über einen längeren Zeitraum, kann die Person 6 Hämoglobin haben und im Endeffekt keine Symptome haben, weil so gut kompensiert wird. Also, das ist mir wichtig, dass ihr euch immer auch anschaut, wenn ihr dann später dann bei der Formulatur arbeitet, dass ihr immer auf alle 3 Blutzellreihen schaut. Und beim Seminar habe ich auch gesehen, gibt es auch einen Fall, wo eben auch die Leukozyten erhöht sind, die Thrombozyten vermindert und die Erythrozyten vermindert. Ja? Wenn 2 Zellreihen nämlich vermindert sind, spricht man von Bizytopenie. Und bis zum Nachweis des Gegenteils ist eine Bizytopenie immer ein Verdacht auf eine hämatologische Systemerkrankung. Panzytopenie noch schlimmer, also alle 3 Zellreihen sind betroffen. Wie sind die Retikulozytenzahlen? Man spricht von hyporegenerativ, wenn sie niedrig sind, von hyperregenerativ, wenn sie erhöht sind. Und dann eben die Erythrozytenindizes. Jetzt kommen wir eben zu den Ursachen. Einmal ein grober Überblick. Also, wir haben die Anämie und es kann jetzt eben unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel die Bildungsstörung. Das wäre jetzt möglich, dass die erythropoietische Stammzelle gestört ist. Das wäre dann zum Beispiel bei der aplastischen Anämie der Fall. Dann DNA-Bildungsstörung wäre bei der sogenannten megaloblastären Anämie. Wir gehen auf die ein nachher, ja? Und Hämoglobin-Bildungsstörung, zum Beispiel beim Eisenmangel, aber auch bei Hämoglobinopathien. Und Erythropoietinmangel eben bei der renalen Anämie. Dann kann es eben zu einem gesteigerten Abbau von den Erythrozyten kommen. Und wann passiert das? Eben wenn die Erythrozyten defekt sind. Ja? Einerseits eben bei Hämoglobinopathien, aber auch eben durch extrakorporale Faktoren, nämlich zum Beispiel bei der hämolytischen Anämie. Und Erythrozytenverlust, Blutung, ist auch recht logisch, wenn wir bluten, dass dann auch der Hämoglobingehalt sinkt. Was denkt sie euch, wenn es zu einer akuten Blutung kommt, wie sind dann die Retikulozyten? Sind die erhöht oder normal? Bei einer akuten Blutung. Wie lange braucht es, bis die Retikulozyten ansteigen, circa? Wie? Genau, voll, sehr gut. Also sagen wir jetzt 5 Tage, ja. Das heißt im Endeffekt, bei einer akuten Blutung werden die Retikulozyten nicht erhöht sein. Bei einer chronischen Blutung hingegen, nehmen wir an, ein Patient mit einer Magenblutung blutet immer wieder, werden die Retikulozyten erhöht sein. Und dann gibt es noch die Verteilungsstörung, also zum Beispiel bei einer Splenomegalie, weil die Milz speichert mir sozusagen die Blutzellen. Und jetzt kommen wir zum ersten Fall. Wir gehen das jetzt durch, warum ich das so mache. Ich möchte gerne eben, dass ihr euch mal die Fälle durchlest. Und danach, wenn wir die Anämie machen, werdet ihr wahrscheinlich dann sagen, ah, das ist die Lösung. Ja? Und dann seid ihr aufmerksamer, weil am Ende lässt das ja schon ein bisschen nach. Und dann lernt ihr das, glaube ich, auch schneller. Also ich hoffe, dass das so der Fall ist. Okay, also wir haben jetzt eine ältere Patientin, und die kommt vom Hausarzt und die hat einen Blutbefund. Und da ist der Hämoglobinwert 8 Milligramm, ja, also ein niedrig. Und das MCH, MCW ist normal. Die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate, wie ist die? Ist die normal, ist die niedrig, ist die erhöht? Erniedrigt, genau. Und das spricht eben für was? Na gut, wir kommen dazu noch. Also GFR ist sehr wichtig eben für die Nierenfunktion. Und dann ist eben die Frage, welche Verdachtsdiagnose haben Sie und welche 3 Werte würden Sie noch bestimmen? Jetzt zum nächsten Patienten. Der hatte vor 4 Jahren einen Magenbypass. Ja? Und er erklärt Ihnen, dass er sich zunehmend schlechter fühlt und abgeschlagen. Und er nimmt auch keine Medikamente. Und dann machen sie eben eine Blutabnahme, also macht sie eine Blutabnahme. Ich habe das jetzt alles in Sie-Form.
was wird es eben sein mit den Erythrozytenindizes? Was glaubt ihr aufgrund der Anamnese und welche Verdachtsdiagnose habt ihr? Und jetzt der dritte Fall. Eine Patientin, 17 Jahre, ist in der Schule immer unkonzentrierter und hat auch Herzklopfen, Schwindel und auf die Frage hin, wieso die Regelblutung ist, gibt sie an, dass sie regelmäßig ist, aber doch relativ stark. Die restliche Anamnese gibt keine Auffälligkeiten. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Welche Werte würden Sie bei der Blutabnahme bestimmen? Die zwei nächsten Fälle sind vielleicht ein bisschen schwieriger. Ein 41-jähriger Mann aus dem Irak kommt in ihre Praxis. Bei der Blutabnahme stellen sie eben eine leichte mikrozytäre hypochrome Anämie fest. Die Erythrozyten sind jetzt leicht erhöht. Was bedeutet also mikrozytär hypochrom? Wie ist das? MCW, MCH sind was? Erniedrigt, genau. Und sonst sind alle Werte im Normbereich und der Physio völlig gesund. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Das ist wirklich schon ein schwierigerer Fall. Und das ist jetzt der letzte Fall, der kann auch recht schwer sein. Nämlich nach SIP 1b entscheidet sich jetzt ein Medizinstudent nach Afrika zu gehen. Ja? Mit Freunden und kommt nach 3 Wochen zurück und gibt an, dass er rezidivierendes Fieber hat. Und sein Hahn ist auch dunkelrot. Und dann beim Blutbefund stellen sie fest, dass das Bilirubin erhöht ist, dass das Hämoglobin vermindert ist und das MCW und MCH, also die Erythrozytenindizes, normal sind. LDH, was ist LDH? Genau, die Laktatdehydrogenase, die ist auch erhöht. Und das Haptoglobin, das ist vermindert. Und Kalium ist auch erhöht. Und aufgrund der Anamnese, welche Verdachtsdiagnose haben Sie und welche Art von Anämie handelt es sich? Sind die schwer für euch die Fälle oder geht's? Jetzt ehrlich, für die nächsten Jahrgänge dann. Schwer oder mittel oder geht's? Was? Schwer, okay. Ist unmachbar schwer oder... ja, aber das machen wir jetzt. Und jetzt werdet ihr urfokussiert sein und wissen wollen, was ist die Antwort. So, das war die Idee, damit ihr aufpasst. Also, wir unterteilen jetzt eben die Anämien in 3 unterschiedliche Formen, nämlich mikrozytär hypochrom, normozytär normochrom und makrozytär hyperchrom. Und anhand dessen könnt ihr dann sozusagen Differentialdiagnosen stellen. Ja? Dann beginnen wir mit dem mikrozytären hypochromen Anämie. Darunter fällt der Eisenmangel, den wir jetzt genau durchmachen werden. Dann fällt auch die Thalassämie, das ist eine Hämoglobinopathie. Die Bleivergiftung, warum Bleivergiftung? Was haben wir gesehen bei der Hämoglobinsynthese? Was macht Blei? Wisst ihr das noch? Wie? Ja, sehr gut. Genau, es hemmt die Ferrokilatase und die Delta aller Aminolevulinsäure, wenn ich mich richtig erinnere. Und das macht sie im Block 9 genauer. Und da kommen jetzt eben dann auch die Anämie der chronischen Erkrankungen, nämlich Entzündungen, Tumore. Hinweis hier, die sind meistens eigentlich normochrom, normozytär, können aber auch mikrozytär sein. Und das ist schon wichtig, ob ich jetzt sage, okay, der Patient hat einen Eisenmangel oder der hat vielleicht einen Tumor. Also darf man das bitte nicht vergessen, diese Differentialdiagnose. Das ist nämlich auch ein Seminarfall. Eisenmangelanämie ist die häufigste Anämie, nämlich zu 80%. Und bevor wir jetzt genau darauf eingehen, müssen wir wissen, wie überhaupt Eisen aufgenommen wird. Dann wird alles andere viel leichter. Nämlich, Eisen wird im Duodenum, also im Zwölffingerdarm, aufgenommen, über den sogenannten DMT1-Transporter. Das ist jetzt nicht wichtig, das müsst ihr im Block 9 wissen. Und dann wird es eben entweder im Enterozyten als Ferritin gespeichert oder es kann abgegeben werden ins Blut.
nämlich dann eben gebunden an Transferin und das zweiwertige Eisen. Und Heptidin, das ist jetzt ein Hormon, was aus der Leber ausgeschüttet wird, und das bewirkt jetzt eine Hemmung der Eisenfreisetzung. Okay? Und Heptidin ist jetzt erhöht eben bei chronischen Entzündungen, also bei Tumorerkrankungen zum Beispiel, oder auch bei Autoimmunerkrankungen. Und wie wird das jetzt das Ferritin sein bei diesen chronischen Erkrankungen? Wird das jetzt hoch sein oder niedrig sein? Es steht eh dort. Hoch, ja? Das wird jetzt ein Unterschied sein zwischen dem Eisenmangel und den chronischen Erkrankungen. Beim Eisenmangel, die Person hat nicht mal genug Eisen und versucht alles da hinauszubringen, ins Blut. Aber da ist nicht der Speichel ist aufgebraucht. Also zu wenig Eisen kommt eben, es kommt also zu einer gestörten Hämoglobinbildung. Und eben Eisen ist halt wichtig zur Erinnerung für die Sauerstoffbindung. Jetzt kommen wir zu den Ursachen. Wenn wir jetzt nämlich wissen, wie Eisen aufgenommen wird, können wir die Ursachen eigentlich relativ leicht ableiten. So könnt ihr dann auch im Studium immer gut vorgehen. Also, bei einem chronischen Blutverlust wäre es möglich, wie zum Beispiel bei einer Frau, bei der Menstruation. Die Frau verliert Eisen über die Menstruation. Sonst eben ungewollt halt auch über gastrointestinale Blutungen zum Beispiel. Das ist auch sehr häufig. Also bei jungen Frauen würden wir uns denken, okay, das ist wahrscheinlich über Menstruation und bei anderen Leuten eher über gastrointestinale Blutungen. Das heißt, man ordnet dann vielleicht eine Gastroskopie an. Mangelnde Zufuhr, zum Beispiel Vegetarier oder Veganer, haben, weil Eisen eben auch im Fleisch vorhanden ist, also kann es eben zu einem Mangel kommen. Dann Malabsorption ist auch wichtig, das werdet ihr dann noch später genauer lernen, und gesteigerter Bedarf, das haben zum Beispiel Schwangere. Damit bei denen muss man vielleicht doch mehr Eisen noch substituieren. Und jetzt ist eben die Anamnese wichtig, alte Geschlechternährung und die Symptome. Was sind jetzt die allgemeinen Anämie-Symptome? Tachykardie, Schwindel, Konzentrationsschwäche, Ohrensausen und so weiter. Und sonst halt noch zusätzlich brüchige Nägel, Haarausfall, ja. Und Blutabnahme? Was wird jetzt sein? Wir werden ein Ferritin haben, das erniedrigt ist, nämlich unter 15. Und Transferin wird erhöht sein. Die Transferinsättigung hingegen erniedrigt. Okay, die Thalassämie. Das ist jetzt, müsst ihr nicht so genau wissen fürs Seminar. Es kommt aber vor in der Vorlesung und es kommt vielleicht auch so vor als eine Antwortmöglichkeit. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe es schon. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen, nämlich bei der Thalassämie, die kommt eben vor allem auch bei Malariagebieten vor und es kommt eben zu einer verminderten Synthese einer Globinkette und dann gibt es eben die Beta-Thalassämie und die Alpha-Thalassämie. Alpha eben Alpha-Kette, Beta-Beta-Kette. Und je nach Schweregrad, im Endeffekt die Anzahl der betroffenen Globin-Gene beeinflusst dann eben den Schweregrad. Da gibt es eine leichte Form und eine schwere Form. Und bei der leichten Form, und auf die werdet ihr nämlich treffen, deshalb habe ich das reingebracht, ja? Weil die schwere Form, das haben dann Patienten schon von Geburt an, beziehungsweise im Kindesalter, haben dann schon eine hämolytische Anämie. Das heißt, diejenigen, die keine Kinderärzte werden, werden diese Patienten wahrscheinlich nicht unbedingt antreffen. Ja? Dafür eine leichte Form, nämlich eben äußert sich eben durch eine mikrozytäre Anämie. Das heißt, es wird eine Differentialdiagnose vom Eisenmangel sein. Es ist nicht so unrelevant, wenn ihr wisst, von wo der Patient kommt. Und was wird jetzt sein? Der Unterschied ist jetzt eben bei der Thalassämie minor, sind eben die Erythrozyten erhöht. Das kann auch noch komplizierter sein, und ich will euch jetzt nicht verwirren, nämlich merkt euch einfach,
MCW, MCH ist erniedrigt, Erythrozyten vermutlich erhöht. Und zur Diagnosesicherung macht man eben eine Hämoglobin-Elektrophorese. Ist das soweit verstanden worden? Hört sie noch zu? Okay, gut. Anämie der chronischen Erkrankungen. Die Ursachen sind eben zum Beispiel Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Tumore. Und wie funktioniert das eben? Es kommt zu einem Anstieg von den Zytokinen. Auch bei Tumorzellen kommt es auch, also bei einer Tumorerkrankung kommt es auch zum Anstieg eben der Zytokine. Und die Zytokine hemmen mir jetzt die Erythropoese und sie hemmen mir auch, also sie führen auch zu einer Erhöhung von Hepzidin. Und Hepzidin bewirkt was? Weniger Eisen wird abgegeben aus dem Enterozyten, also sinkt jetzt eben der Eisengehalt im Blut, aber das Ferritin ist erhöht. Und das ist jetzt eben eine wichtige Differentialdiagnose auch zum Eisenmangel. Und das MCH und MCW kann aber genauso auch normal sein. Normozytär, Normochrom, jetzt haben wir es eh bald. Schafft es das noch? Jetzt haben wir wieder die Anämie der chronischen Erkrankungen. Das haben wir ziemlich schon durchgegangen. Die ist mehr eben normozytär, normochrom, kann aber auch mikrozytär, hypochrom sein. Und dann machen wir jetzt noch die Sichelzellanämie durch. Kurz noch die renale Anämie, wobei ihr das eh schon sicher jetzt könnt, weil wir das durchgegangen sind mit der Erythropoese. Die aplastische Anämie. Blutungen machen wir nicht, das haben wir gerade vorhin diskutiert. Akute Blutung, Hämatokrit erniedrigt. Retikulozyten sind meistens auch normal. Chronische Blutung, da werden die Retikulozyten erhöht sein. Und die hämolytische Anämie. Und auf die will ich schon genauer eingehen, weil die sehr wichtig ist. Sichelzellanämie. Also, das kommt auch bei der SIP vor. Das sind immer dann so die wichtigsten Fragen, nämlich Valin statt Glutamin. Ja? Und das ist eben in der Beta- Globinkette und es kommt zu sogenannten HBS-Hämoglobin und es nimmt eben diese Sichelform ein. Und was passiert also, wenn diese Form verändert ist? Die Erythrozyten werden leichter eben abgebaut beziehungsweise verlieren eben ihre Verformbarkeit und führen sogar zu Organinfarkten. Also sie verstopfen dann die Mikrozirkulation und auf diese Weise kann es eben zu Organinfarkten kommen, zum Beispiel in der Milz, in der Niere und im ZNS. Beim Heterozykoten ist es eben meistens asymptomatisch, kommt auch eben vor allem im Malariagebiet vor und Homozygot kommt eben zu einer hämolytischen Anämie. Ja. Darauf gehen wir eh nochmal genauer ein, auf die Hämolysezeichen gleich dann. Renale Anämie, das ist jetzt wirklich im Endeffekt leicht, wenn wir die Physiologie so gut können. Also, Niere, Erythropoetin, das heißt, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, wird weniger Erythropoetin gebildet. Also führt es zu was? Zu einer Anämie. Ist eigentlich ganz logisch. Und das passiert eben circa bei einem GFR, bei einer glomerulären Filtrationsrate unter 30 Milliliter pro Minute. Und was wird jetzt passieren? Die Retikulozyten werden vermindert sein und wir sprechen von hyporegenerativ. Und die Therapie könnt ihr jetzt auch, weil was werde ich geben? Erythropoetin. Ah ja, voll, ne, das darf ich nicht vergessen. Wichtig ist auch, dass ihr den Ferritinspiegel bestimmt, weil häufig haben wir auch Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz zusätzlich einen Eisenmangel. Jetzt zur aplastischen Anämie. Darauf werde ich nur kurz eingehen. Das ist jetzt für diejenigen, die sich da schon sehr interessieren wollen. Nämlich bei der aplastischen Anämie kommt es eben zur Zerstörung der pluripotenten Stammzelle. Das heißt, was passiert? Es kommt zu einer sogenannten Harnzytopenie, die Erythrozyten, die Thrombozyten und die Leukozyten werden sinken. Und die Retikulozyten sind erniedrigt. Wie nennt man das? Hyporegenerativ. Wenn ihr das bei der Formulatur sagt, ja, dann seid ihr echt spitze, wirklich. Also merkt euch diese Dinge.
Und wenn ihr danach eben formuliert, sind diese Namen wichtig. Und ich diagnostiziere es eben durch eine Knochenmarkspunktion. Jetzt kommen wir zur hämolytischen Anämie, das ist jetzt die letzte. Also, Hämolyse bedeutet eben, dass die Lebenszeit der Erythrozyten verkürzt ist. Wie lange leben normalerweise die Erythrozyten? 120 Tage, genau. Und meistens ist es so unter 100 Tagen. Und da gibt es jetzt ganz viele Ursachen. Ihr seid müde, ich werde jetzt nicht auf alle eingehen. Für diejenigen, die sehr interessiert sind, kann ich es auch gerne noch erklären. Also später dann. Wie wird jetzt eben, aber ganz kurz nur, es kann eben zu Defekten kommen von den Erythrozyten. Das heißt, die Erythrozyten werden eben zerstört, ja. Oder es kann eben durch äußere Faktoren, können auch die Erythrozyten zerstört werden. Das können jetzt Noxen sein, das kann aber jetzt auch eine künstliche Herzklappe sein. Die kann auch zu einer Hämolyse führen. Oder eben auch durch Antikörper. Und da gibt es den sogenannten Combs-Test und darunter unterscheidet ihr dann eben immunbedingt oder nicht immunbedingt. Auch das für diejenigen, die sich dafür interessieren, könnt ihr mich gerne nachfragen. Nur ich glaube, die meisten wollen jetzt schon langsam. Und die Hämolysezeichen werden wir jetzt durchmachen. Das müssen wir jetzt den Hämoglobinabbau machen, dann ist das ganz einfach. Also, Hämoglobin wird vom Makrophagen aufgenommen. Zum Beispiel eben in der Milz. Und jetzt wird der Erythrozyt abgebaut in seine Bestandteile, nämlich unter anderem in Globin. Die Globinketten bestehen immer aus Aminosäuren, also in Aminosäuren. Dann das Eisen wird frei. Es wird gebunden im Blut an Transferin. Dann eben das Protoporphyrin, und das ist jetzt sehr wichtig. Das müsst ihr euch merken. Das ist für alle Jahre einfach dann wichtig. Protoporphyrin entsteht eben aus Hämoglobin, also ist eben für die Hämgruppe wichtig. Und aus Hämoglobin entsteht dann das Bilirubin. Und wir haben vor der Leber das unkonjugierte Bilirubin. Das nennt sich auch indirektes Bilirubin. Und in der Leber wird das eben dann glucuronidiert und dann nennt man es eben direktes, konjugiertes oder auch glucuronidiertes Bilirubin. Das müsst ihr euch merken, weil bei der Hämolyse zum Beispiel kommt es jetzt zu einem vermehrten Abbau von den Erythrozyten. Und jetzt steigt mir welches Bilirubin? Es steht sogar da unten. Also, welches steigt? Das indirekte, also das unkonjugierte Bilirubin, steigt vor allem stark an. Ja? Die Leber, die braucht noch Zeit, bis sie das alles danach zum glucuronidierten Bilirubin macht. Und warum ist das wichtig? Das unkonjugierte Bilirubin, das ist auch neurotoxisch. Es ist nämlich lipophil und kann auch ins Gehirn gelangen und wird an Albumin gebunden. Und worüber wird dann das Bilirubin abgegeben, damit es in den Darm gelangt? Galle, richtig, sehr gut. Das heißt, bei Gallensteinen und so, kann es auch zu einem Anstieg kommen. Von welchem Bilirubin? Also bei einem cholestatischen Ikterus? Das direkte Bilirubin. Genau, das direkte Bilirubin. Und wie wird dann der Stuhl sein? Wird es von der Farbe her? Also machen wir kurz weiter, dann wisst ihr das. Bilirubin gelangt in den Darm und dann kann es eben wieder aufgenommen werden und über die Niere abgegeben werden, zu Urobilinogen. Und im Darm wird es über Bakterien oxidiert und erlangt dann noch seine braune Farbe. Und jetzt nochmal die Frage, nicht das konjugierte Bilirubin abgegeben werden kann an den Darm, also an die Galle, ja, wenn da eine Verstopfung ist, was passiert dann jetzt mit dem Stuhl? Wird der dunkel sein oder wird der hell sein? Heller. Genau, richtig, er wird heller sein. Und was passiert jetzt bei einer Hämolyse?
wenn jetzt eben das unkonjugierte Bilirubin ansteigt, wie wird wohl der Hahn sein? Wird der Hahn dünkler sein oder heller sein oder normal? Dünkler, genau. Also es kommt natürlich darauf an, auf den Schweregrad der Hämolyse. Und jetzt wichtig, intravaskulär, wenn Hämoglobin frei wird. Ja, also wir haben eben hier, ich zeige das dann da noch einmal, weil das genauer ist, das Urobilinogen kann über den enterohepatischen Kreislauf in die Niere gelangen, also über das Blut. Ja? Und das Urobilinogen hat ebenfalls eine Farbe. Und deshalb kann eben jetzt zum Beispiel beim unkonjugierten Bilirubin, wenn es eine Hämolyse, kann eben vermehrt dann eben aufgenommen werden über den enterohepatischen Kreislauf, sprich der Hahn wird dünkler. Ja? Man muss sich mal nochmal durchdenken, aber es ist relativ logisch, diese ganzen Sachen. Und das Hämoglobin wird jetzt, wenn es intravaskulär ist, frei und dann muss es gebunden werden an Haptoglobin. Wie wird also das Haptoglobin sich verändern? Das kommt alles im Seminar vor, deshalb bringe ich es auch. Also aufpassen. Also, Haptoglobin, was passiert mit Haptoglobin bei einer Hämolyse? Sinkt es oder steigt es? Sinkt, genau. Ja? Weil eben es bindet mir das Hämoglobin, also ist weniger freies Haptoglobin vorhanden. Und das sind dann eure, die Hämolysezeichen, die sind halt wichtig. Und dann könnt ihr vielleicht jetzt auch schon einen Fall lösen. Und jetzt das Letzte und danach machen wir die Lösungen von den Fällen. Also es ist wirklich bald fertig. Weil das ist jetzt auch noch sehr wichtig. Die megaloblastäre Anämie, das ist eine Differentialdiagnose, wenn ich die Diagnose bei einer makrozytären hyperchromen Anämie, das heißt MCW, MCH sind erhöht. Und die entsteht eben durch Vitamin B12 und Folsäuremangel. Das ist im Endeffekt das, was ihr euch unbedingt merken müsst. Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel. Warum? Weil diese beiden Vitamine, Folsäure ist ja auch ein Vitamin, Vitamin B9, sind wichtig für die DNA-Synthese. Und die Erythrozyten, klarerweise bei der Erythropoese, brauchen wir auch die DNA-Synthese. Also ist die dann gestört bei einem Mangel von Vitamin B12 und bei Folsäure, also und oder. Und eine andere Differentialdiagnose, die man nicht vergessen darf, ist das myelodysplastische Syndrom. Aber darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Ihr könnt es mir dann schreiben, wenn ihr genaueres darüber wissen wollt. Oder Fragen. Megaloblastäre Anämie. Also wir haben gesagt, Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel. Und genau. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, wegen megaloblastärer Anämie, weil eben Megaloblasten im Knochenmark vorkommen. Das sind im Endeffekt große Erythroblasten. Und Megalozyten kommen eben auch im Blut vor. Und das MCW, MCH ist also erhöht. Und was passiert jetzt? Die Erythrozyten sind verändert. Das heißt, es kann zu was kommen? Zur Hämolyse. Das heißt, wir werden Hämolysezeichen sehen. Und welche sind das? Will mir die jemand sagen? Wie? Ja, also ich meine jetzt im Labor. Aber du hast recht, ja. Also LDH zum Beispiel wird erhöht sein. Bei der megaloblastären Anämie wird jetzt die Hämolyse wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt sein. Das heißt, ihr werdet eher einfach nur sehen, dass das LDH erhöht ist. Darauf bin ich gar nicht eingegangen. Das ist Laktatdehydrogenase. Entschuldigung, Kalium wird immer frei, wenn Zellen zerstört werden. Und auch die Laktatdehydrogenase wird so frei. Und deshalb ist es ein Hinweis. Unkonjugiertes Bilirubin und Haptoglobin, darauf sind wir eher eingegangen. Okay, und wie therapiere ich jetzt das? Eben, ich substituiere Vitamin B12 und Folsäure, aber dafür muss ich mal was nachweisen, dass tatsächlich ein Mangel besteht. Also gebt sie dann beim Labor an, bitte den Vitamin B12-Spiegel und den Folsäurespiegel bestimmen lassen. Und das ist jetzt wirklich die
also die letzte, vor den Fällen. Die Folsäure, Vitamin B9, wird eben über Gemüse, Hefe, Nüsse aufgenommen und im Dünndarm und kann dann gespeichert werden in der Leber. Alkoholiker, und das werdet ihr oft sehen, leider, dass die einen Mangel haben an Folsäure. Ja? Das sind also Ursachen jetzt für einen Folsäuremangel. Auch ein erhöhter Bedarf, das ist ganz wichtig, Schwangere brauchen mehr Folsäure. Und auch bei Hämolyse. Und Medikamente können die Folsäuren auch hemmen. Und Vitamin B12, wo werden wir die aufnehmen? Eben bei Milch, Eiern und Fleisch. Und das ist jetzt wichtig, über was wird Vitamin B12 aufgenommen, über welchen Faktor, das steht da, wie heißt der? Intrinsic Factor, genau. Und der wird wo gebildet? Parietalzellen und Belegzellen. Und jetzt gibt es eben eine Form, der, also die heißt perniziöse Anämie, wo eben Autoantikörper gebildet werden gegen diese Parietalzellen. Und deshalb kommt es zu einer Senkung des Intrinsic Factors und somit wird Vitamin B12 eben vermindert, also kommt es zu einem Mangel. Und dann kann eben auch noch eine Magenresektion auch zu einem makrozytären hyperchromen Anämie führen, also zu einem Vitamin B12 Mangel. Und auch wieder hier Alkoholiker, Malabsorption und Medikamente. Und dass die Speicherung ist etwa 3 bis 6 Jahre von Vitamin B12, das heißt, sie werden einen chronischen Schwund eben von Hämoglobin haben. Und bei Folsäure 3 Monate etwa, die Speicherung. Gut, jetzt der erste Fall. Will mir da jemand die Lösung sagen? Unbedingt, gell? Also, was war das nochmal? Also mit der älteren Person, die eben ein vermindertes Hämoglobin hat. Und das MCH und MCW sind normal, aber die GFR ist vermindert. Welche Art der Anämie wird das wohl sein? Renale. Renale Anämie, sehr gut. Ist die richtige Antwort. Und welche Werte werdet ihr bestimmen? Was ist vermindert bei der renalen Anämie? Ja, gut, aber das ist ja sowieso beim Blutbild dabei. Retikulozyten. Was? Retikulozyten. Retikulozyten, genau, sehr wichtig. Und dann was noch? Ein Hormon? Genau, Erythropoietin. Richtig. Schau, ihr kommt schon zur Diagnose und was ihr machen müsst. Und dann noch, was haben oft auch Patienten? Sehr gut, also Ferritin und Eisen. Wahnsinn. Gut, da habt ihr auch die Antworten. Jetzt der nächste Fall. Das ist der Patient mit dem Magenbypass. Der hat jetzt eben... der fühlt sich schlecht, immer mehr und eben schwach und dann machen sie eine macht sie eine Blutabnahme. Und was wird jetzt bei den Erythrozytenindizes wahrscheinlich rauskommen? Aufgrund der Anamnese, jetzt nur deshalb, mit einem Magenbypass. Ist das das, was wir zuletzt hatten? Ja, und wie hieß das? Ja, wie hieß das? Was wird vermindert aufgenommen bei einem Magenbypass? Vitamin B12. Sehr gut, genau. Also, das wird eine, was für eine Form von Anämie sein? Nein. Perniziöse Anämie ist was? Genau, aber perniziös ist nur, wenn die auch. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Es ist gut, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil die machen viele. Unter perniziöser Anämie versteht man nur, wenn Autoantikörper gebildet werden gegen die Parietalzellen bzw. Belegzellen. Alles andere ist einfach normale makrozytäre Hyperchromanämie. Also perniziöse Anämie ist eine Form der makrozytären hyperchromen Anämie. Und in dem Fall ist eben vermindert Intrinsic Factor wegen der Magenresektion, also im Bypass. Und ja, das haben wir also schon sehr gut erwartet. Also MCW, MCH sind erhöht. Und da ist zum Beispiel ein Fehler in euren Unterlagen. MCHC, was man eh normalerweise nicht wirklich braucht, ist normal. In eurer Abbildung ist das nämlich erhöht. Das ist eigentlich nicht der Fall. Es kann eventuell der Fall sein, aber es ist eher normal. Dann eine Patientin,
Das werdet ihr wissen. Das ist der leichteste Fall. Die junge Patientin, die Konzentrationsschwäche hat und starke Menstruationsblutung. Was wird die wohl haben? Genau, einen Eisenmangel. Das ist eine Sache, die ihr wahrscheinlich häufig sehen werdet in der Klinik. Und was werdet ihr bestimmen? Wie? Sehr gut. Ferritin, ja? Also wie wird das Ferritin sein beim Eisenmangel? Erniedrigt, genau. Erniedrigt, ja? Und wo wird das erhöht sein, das Ferritin, als Differentialdiagnose? Erkrankungen, also Anämie der chronischen Erkrankungen. Ja. Jetzt der vorletzte Fall. Der Mann eben aus dem Irak, der die leichte mikrozytäre hypochrome Anämie hat, die Erythrozyten sind ein bisschen erhöht und sonst fühlt er sich gut. Was hat der wohl? Das ist wirklich ein schwerer Fall. Das schaffen wahrscheinlich nicht mal Leute aus meinem Jahr. Aber wir sind es davor durch. Wir sind es davor durchgegangen. Was wird das sein? Wie? Was? Das war richtig. Wer hat es gesagt? Ja, was? Was? Thalassämie, genau. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig gehört. Thalassämie. Und weißt du vielleicht noch welche Thalassämie? Irak? Jetzt ist Geografie gefragt. Genau, Peter. Super. Sehr gut. Also es wird eine Thalassämie minus sein natürlich. Keine Hämolysezeichen. Das ist jetzt ein Wahnsinn. Urgut. Jetzt der letzte Fall. Achso, ich habe übrigens da überall immer das in Schwarz dann markiert, was wichtig ist. So werdet ihr dann auch das... Ja, ich werde sie noch auf Facebook stellen. Jetzt der letzte Fall und dann habt ihr es geschafft. Der junge Patient, einer von euch, ja, der geht dann eben nach Afrika und kommt mit rezidivierenden Fieberschüben zurück. Und was zeigen mir diese Werte hier? Das ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe anscheinend eine falsche Form. Bilirubin sollte da nur stehen. Bilirubin ist erhöht, ja? Also vermindertes Hämoglobin, MCW, MCH normal, LDH erhöht, Haptoglobin vermindert, Kalium erhöht. Was ist das für eine Anämie? Nein. Was? Eine hämolytische Anämie, genau. Und was glaubt sie, was dieser Patient hat? Malaria. Sehr gut, bravo. Malaria, genau. Sehr gut, bravo. Und wenn ihr mehr über Malaria wissen wollt, könnt ihr das euch noch anschauen. Und das sind dann eben, das ist diese Tabelle, und dann könnt ihr euch testen. Ja, fertig.